In diesem Blog schauen wir uns Modelle an und das Ziel des Ganzen ist, dass ihr versteht am Ende, was Modelle eigentlich sind und warum sie nützlich sind. Dabei auch bedenken könnt, was die Limitationen von Modellen sind und eine ganz grobe Idee davon habt, wofür man Modelle in der Mensch-Computer-Interaktion benutzen kann. Wenn wir uns jetzt Modelle anschauen oder überlegen, was ist denn jetzt eigentlich ein Modell? Naja, dann ist ein Modell eine Repräsentation eines Phänomens. Und ein Modell ist dann nützlich, wenn es uns hilft, das Phänomen besser zu verstehen oder Vorhersagen zu machen, wie sich das Phänomen jetzt in der Zukunft verhalten wird. Wenn man jetzt aber eine Google-Suche anschmeißt und mal die Google-Bildersuche benutzt, dann findet man Modelle, die typischerweise ganz anders aussehen. Die sehen dann vielleicht so aus wie das Modell, ja? Fotomodelle. Aber auch Fotomodelle kann man irgendwie in dieses Rahmenwerk stecken. Ein Fotomodell ist hilft mir, ein Phänomen besser zu verstehen, nämlich das Phänomen Kleidung. Ich kann mir das Modell anschauen und dann kann ich mir überlegen, na, wie würde das vielleicht dann an mir aussehen? Was würde passieren, wenn ich diese Schuhe trage? Typischerweise denkt man aber, wenn man sich so in der Vorlesung aufhält, nicht an solche Modelle, sondern eher vielleicht an Modelle, die vielleicht so aussehen. Das Planetenmodell. Wir wissen, dass die Planeten sich in elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen. Und wenn wir das wissen, mit diesem Modell können wir dann Vorhersagen machen. Dann können wir irgendwie sagen, naja, die Planeten werden sich in Zukunft so bewegen, weil sie müssen ja weiter auf dieser elliptischen Bahn sich bewegen. Das stimmt es aber nicht ganz. Eigentlich bewegen sich die Planeten gar nicht um die Sonne, sondern die Sonne und die Planeten bewegen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und wenn man das jetzt berücksichtigt, dann kann man noch genauere Vorhersagen machen. Das heißt, jedes Modell ist niemals perfekt. Ich kann das Modell immer besser machen. Das heißt aber nicht, dass ein Modell, das vielleicht nicht perfekt ist, weil sie ja nie perfekt sind, nicht trotzdem nützlich sein kann und nützliche Vorhersagen zulässt. Das heißt, auch mit dem Modell, dass ich sage, die Planeten kreisen um die Sonne, kann ich schon relativ genaue Vorhersagen machen. Und ich kann sie halt noch genauer machen, wenn ich weitere Aspekte berücksichtige. Eine ganz andere Art von Phänomen ist vielleicht sowas hier. Also ich habe Wolken und die bewegen sich. Und so ein Modell, wenn ich ein Modell habe, das die Wolkenbewegung beschreibt, dann kann ich das benutzen, um das Wetter von morgen vorherzusagen. Das gleiche Modell kann ich dann aber wahrscheinlich nicht benutzen, um das Klima in 10 oder 100 Jahren vorherzusagen. Dafür brauche ich dann eine andere Art von Modell. Dafür brauche ich dann vielleicht ein Klimamodell. Klimamodelle erlauben genau das. Damit kann ich halt vorhersagen, wie wird das Wetter in 10 Jahren, wie wird es vielleicht in 100 Jahren sein. Das Modell, was ich benutzt habe, um das Wetter vorherzusagen, hilft mir da aber nichts. Das heißt, jedes Modell funktioniert auch nur für ganz bestimmte Phänomene. Und für die meisten Phänomene funktioniert das Modell aber nicht. Das heißt, Modelle sind Repräsentationen von Phänomenen, die uns helfen, das Phänomen besser zu verstehen oder Vorhersagen darüber zu machen, wie das vielleicht in Zukunft passieren wird. Dabei muss man bedenken, dass Modelle niemals perfekt sind. Es wird immer ein Modell geben, das noch besser ist, aber das heißt nicht, dass das Modell, was wir schon haben, nicht trotzdem nützlich sein kann. Und Modelle sind nur nützlich für ganz spezifische Phänomene. Ich kann bestimmte Dinge damit machen, ich kann bestimmte Dinge damit ausdrücken, aber für die meisten Dinge ist es ein Modell dann nicht nützlich. So wie die Wolkenbewegung, die mir sagt, wie das Wetter morgen ist, halt nicht nützlich, wenn ich irgendwas über das Klima aussagen möchte. Jetzt sind das irgendwie Modelle, die kann man sich anschauen, aber es hat erstmal natürlich nichts mit der Mensch-Computer-Interaktion zu tun. Deswegen irgendwie die Frage: Fallen euch Modelle ein oder Phänomene, die man vielleicht in der Mensch-Computer-Interaktion modellieren könnte? In der Mensch-Computer-Interaktion gibt es ganz viele Phänomene, die es wert sind, modelliert zu werden. Häufig sehen wir gar nicht, dass es sich eigentlich um ein Modell handelt. Ein Beispiel dafür sind Prototypen. Prototypen sind Repräsentationen von Systemen
Und die helfen uns zu verstehen, wie das System funktionieren würde, wenn wir es denn so umsetzen würden. Und damit sind es total valide und nützliche Modelle und werden natürlich auch in der Mensch-Computer-Interaktion benutzt. Das machen wir aber nicht hier, sondern das machen wir in einem anderen Block. Ein anderes Beispiel für Modelle sind konzeptionelle Software-Architektur-Modelle. Die werden benutzt, um sich darüber Gedanken zu machen, wie man interaktive Systeme umsetzen sollte und wie man die strukturieren sollte. Also das prominenteste Beispiel hier ist wahrscheinlich das Model-View-Controller-Modell, wo ich Modell, View und Controller habe. Der Benutzer interagiert dann mit dem Controller und bekommt Feedback über die View. Und damit kann ich bessere Systeme bauen, als wenn ich einfach kein Modell benutze. Und damit ist es ähnlich wie Prototypen, helfen diese Modelle uns, bessere Systeme zu bauen. Das ist aber auch ein Thema für einen anderen Block. Noch ein bisschen näher dran sind mentale Modelle. Mentale Modelle sind Modelle, die Nutzer formen über die Welt oder über das System. Das heißt, die Darstellung, das ist die Repräsentation des Systems im Kopf vom Benutzer. Das heißt, der Benutzer entwickelt eine Vorstellung davon, wie das System eigentlich intern funktioniert. Und das wollen wir natürlich in der Mensch-Computer-Interaktion beeinflussen und haben die Hoffnung, dass wir mo irgendwie mentale Modelle im Benutzer erzeugen, die möglichst genau der Realität entsprechen. Aber wir können mentale Modelle nicht entwickeln und deswegen schauen wir uns die auch woanders an. Was wir uns hier anschauen, sind Modelle, die vorhersagen, wie sich Benutzer verhalten bei bestimmten Aufgaben. Und das können dann ganz unterschiedliche Aufgaben sein, von ganz, ganz einfachen Modellen, bei denen Benutzer einfach nur Buttons auswählen und ähnliche Dinge. Das heißt, ganz atomare Einheiten von Interaktion. Und entlang dieser zunehmenden Komplexität von Aufgaben schauen wir uns dann an, wie können wir modellieren, wenn Menschen mit komplexeren Dialogen arbeiten. Also was wie, ich habe ein Formular und jetzt will ich vorhersagen, wie lange braucht ein Benutzer denn, um jetzt dieses Formular für eine bestimmte Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Und man kann aber auch noch komplexere Modelle sich anschauen oder komplexere Aufgaben modellieren, bei denen man natürlich nicht mehr so präzise Vorhersagen machen kann, aber bei denen Modelle uns immer noch helfen können, bessere Systeme zu bauen.